Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Ja, ich hab was Neues geschickt bekommen von dem lieben Yuji, beziehungsweise, ja, sein Second Project, so gesehen sein Second Character, Snuggle Pillow. Ich hab das ganze Ding geschickt bekommen, irgendwann, ich glaube, meine gestern Morgen oder so, oder gestern Abend noch. Oder irgendwie so. Ich muss da ehrlich gesagt genau mal gucken. Lass mich das kurz abchecken, wann er mir das geschickt hat. Ich meine nämlich, er hat mir das gestern geschickt. Um 15 Uhr, meine ich. Ich meine, es war 15 Uhr. Ja, 15:01 Uhr hat er mir das Ganze geschickt auf Insta. Da ich da aber noch am Arbeiten war, hat es nicht so ganz geklappt. Wollte mir das eigentlich heute Morgen schon anhören. Hab dann aber nicht dran gedacht, den Monitor wieder anzuschließen. Deswegen machen wir das Ganze jetzt. So. Ich habe, wie gesagt, auch ein bisschen Background-Infos zu den einzelnen Songs bekommen. Wäre zu viel, das hier nochmal aufzuzählen. Ja. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen rein in den ersten Track. Rescue Kill Yuji steht in Klammern dahinter. Und ich würde sagen, wir prügeln uns da einfach mal direkt durch, ne? Gib ihn. Was ich vorab sagen möchte, wie gesagt, ich habe keinen Track davor irgendwie schon gehört. Ich höre das jetzt selber zum ersten Mal. Von diesem Projekt weiß ich, oder von eben Snuggle Pillow, von diesem Projekt weiß ich eben auch erst seit gestern. Von daher bin ich sehr gespannt, was das wird, weil er sagte in einer Memo auf Instagram, dass das Ganze wohl etwas, ja, experimenteller sein soll, und es soll wohl um Sachen gehen, die Yuji, sag ich jetzt mal, nicht anspricht in seinen Songs. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ja, wie experimentell das Ganze hier wird. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich auf die Stimme gespannt. Ob er da Effekte raufhaut auf die Stimme, oder ob er so gesehen, ja, ich sag jetzt mal, dieselbe Stimme hat wie bei Yuji zum Beispiel. Da bin ich mal sehr gespannt. War das gerade? Okay. Law School. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, ich hatte hier auch noch irgendwo drinnen, ne? Wait a minute. Lasst mich kurz gucken. Ich meine nämlich, ich habe den hier auch noch irgendwo drinnen. Ne, okay, hier habe ich den nirgendwo mehr drin. Ne? Hier glaube ich auch nicht, ne? Ne. Okay, aber das ist gar nicht mehr so schlimm, weil mich würde da mal interessieren. Ich gehe jetzt einfach mal Juray. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will nämlich zu Law School. Weil der Typ hat nämlich geile Beats. Und das weiß ich. Ich weiß, dass der geile Beats hat. Und da man hier sieht, 227, kann man, glaube ich, leicht ausgrenzen, welcher Beat das ist. Ich würde jetzt entweder auf den hier tippen, den dann einfach vielleicht
jetzt auf 2 Sekunden gekürzt oder so. Den kenne ich selber, den habe ich mir selber schon angehört. Aber ich werde das anders machen. Wobei, der könnte das auch sein, ne? Warte, lass mich hier mal reinhören. Lass mich da reinhören, ich will es wissen. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber egal. 5 Benachrichtigungen bei YouTube, ja, egal gerade. Mich interessiert nämlich, ob das jetzt der Beat ist oder nicht. Das interessiert mich jetzt. Klar, ich könnte ihn fragen. Scheiße, jetzt habe ich zugemacht. Egal, ich habe mir das hier zum Glück abgespeichert. Okay, das ist das aber auf jeden Fall. Das ist der Beat schon mal nicht. Auch böse, aber der ist das auch nicht. Ich mache das anders. Wobei, mich würde das halt schon gerne interessieren, ne? Wobei, das machen wir danach. Wir hören uns erstmal die Lieder an und dann. Ja, wir waren ja da schon. Okay, jetzt weiß ich, was er meint mit experimentell. Jetzt weiß ich, was er damit meint. Ist ein bisschen weird, seine Stimme so zu hören, mit so einem, ja, ich glaube, Stereo-Effekt schon fast. Wird das irgendwie weird? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht so ganz, glaube ich, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich muss mir das da ein paar Mal für anhören. Aber an sich klingt es gar nicht mal so kacke. Aber ich glaube, der Effekt auf der Stimme ist noch nicht so meins. Ich glaube, da muss ich die Songs wirklich öfter hören, um sagen zu können, ob das jetzt meins ist oder nicht. Aber geil klingt es irgendwie trotzdem, ne? Auch wie gesagt, ne, mit dem Effekt und so. Ich weiß nicht, wie gesagt, was ich davon halten soll. Aber an sich, es klingt nicht scheiße, so, ne? Es klingt halt echt nicht geil. Echt nicht geil, würde ich gerade sagen. Echt nicht scheiße. Also, man kann sich das auf jeden Fall anhören. Okay, das geht hart mit dem Effekt. Holy shit, okay, doch, das geht hart. Ist trotzdem geil. Also es klingt auf jeden Fall geil, muss man halt einfach dazu sagen. Wie gesagt, effektmäßig, ja, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Sei ich ganz ehrlich.
Da weiß ich irgendwie noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Trotzdem würde mich jetzt mal gerne interessieren, welchen Beat von ihm er da benutzt hat. Ganz viele Dinge. Irgendwie, das kommt schon so in die Richtung, auch was die Zeit angeht. Also was die Länge angeht. Maybe habe ich ihn jetzt gefunden. Ich glaube, da suche ich mich tot, Alter. Ehrlich, ich glaube, da suche ich mich tot. Also, bis ich da irgendwie vielleicht mal einen Beat von dem Beat da finde. Ich glaube, da suche ich mich echt blöd bei. Also, weil der Beat geht echt hart. So. Er kommt auch sehr stark darauf. Auch mit dem Effekt irgendwie. Das kommt auch böse. Oh, auf jeden Fall mal liken, ne? Gut, gehen wir in den nächsten rein. Und zwar Hellfire MP3. Wie gesagt, zu allen Tracks habe ich hier, wie gesagt, ne? Background-Infos bekommen. Und ja, schauen wir mal rein. Hellfire MP3. Ich gebe ihn. Okay, der Beat geht schon mal sehr geil. Also Beat auch wieder geil. Ja, ich glaube, durch die Effekte versteht man gar nicht mehr so viel vom Text tatsächlich. Oder es liegt einfach an meinen Kopfhörern, weil die noch ein bisschen falsch eingestellt sind, weil die vielleicht noch ein bisschen zu laut gestellt sind. Das kann auch sein. Aber ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen an dem Song. Ja, kann man sich, also man kann sich das, glaube ich, alles definitiv anhören. Ich prügel euch das auch auf jeden Fall in die Videobeschreibung, so ist nicht. Ne? Ihr wisst sofort, no mod, ne? Von daher muss man da ja mal hier durchgucken, ne? Aber das machen wir auf jeden Fall auch hier. Schön liken und reposten, noch süß. Gehen wir rein in den nächsten Track. Und zwar Motora. Zum Motora weiß ich gerade gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich glaube, da lasse ich mich jetzt halt einfach mal überraschen. Ich versuche so gut wie es geht auf den Text zu achten. Ja. Gehen wir mal rein dazu. Yeah.
Geiles Ding. Geiles Ding. Also, ich, ja, ich glaube, ich muss mich da echt nochmal so ein bisschen drauf einlassen. Ich glaube, ich muss mich auf den ersten Track nochmal so ein bisschen einlassen, was die Effekte angehen. Ich glaube, das ist bei allen Tracks gerade einfach so, dass ich mich da auch so ein bisschen noch auf die Effekte einlassen muss. An sich klingt's geil. So, ich bin gespannt, was er daraus macht. Ja. Ey, schaut da auf jeden Fall vorbei. Schaden tut's nicht. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, ich schau, dass ich mich da nochmal ein bisschen irgendwie reinfuchse und mit diesen Effekten da zurechtkomme. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssikowski.